Ich möchte mich zunächst entschuldigen für die kurze Verspätung. Und wir sind damit direkt in den Bundestag gekommen. Eben war noch ein bisschen Verwirrung, denn hier soll es um die Finanzreform der gesetzlichen Krankenversicherung gehen. Als erstes soll Bundesminister der Gesundheit Karl Lauterbach sprechen. Man musste ihn noch finden. Jetzt ist er am Pult und wir hören ihm gleich zu. Regierung hinterlassen hat. Ich möchte aber ausdrücklich hier darauf hinweisen, dass ich dies nicht durchgängig kritisch sehe, weil wir sind in der letzten Legislaturperiode in einer Situation gewesen, wo Strukturreformen schwer durchzuführen waren, wo vieles liegen geblieben ist, nicht möglich war. Und daher ist es aus meiner Sicht tatsächlich nicht wirklich vorzuwerfen, dass es zum Defizit kam. Aber das Defizit muss behoben werden. Ich habe hier vorgetragen, ich glaube, es ist auch ein Gebot der Fairness. Wir haben mitregiert. Es gab eine schwierige Zeit. Das Defizit ist entstanden. Wir müssen es jetzt beheben. Aber nach hinten zu blicken und sich gegenseitig Vorwürfe zu machen, das hilft uns hier nicht weiter. Und das passiert viel zu oft in diesem Haus. Die Grundmaxime der Reform, die wir angegangen sind, war immer mit einem Wort zu beschreiben. Keine Leistungskürzungen. In einer Lage, in der wir derzeit sind, die gesetzlich Krankenversicherten, sie kämpfen mit der Energiekrise, sie kämpfen mit der Inflation, sie wissen nicht, ob die Gasversorgung über den Winter komplett dargestellt werden kann. In einer solchen Situation ist es nicht vertretbar, dass Leistungskürzungen vorgenommen werden. Daher haben wir von vornherein klargemacht, es wird keine Leistungskürzungen geben. Dieses Versprechen haben wir einhalten können. Das 17-Milliarden-Defizit wird hier behoben, ohne dass es in irgendeinem Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung zu Leistungskürzungen gekommen ist. Das ist eine große Leistung. Dafür danke ich den Abgeordneten, diesen Weg mitzugehen. Wir haben uns sogar überlegt, wie können wir aus dieser Not, dass wir hier Effizienzreserven gewinnen müssen, noch etwas herausholen im Sinne einer echten Strukturreform. Da sind wir in zwei Bereiche tiefer eingestiegen. Der erste Bereich ist der, dass wir im Bereich der Arzneimittelversorgung ein Problem gelöst haben, was durch den Druck der Lobbygruppen über viele Jahre nie gelöst werden konnte. Das Problem lässt sich wie folgt beschreiben. In Deutschland ist es möglich, und das ist in Europa in keinem anderen Land möglich, mit Arzneimitteln auf den Markt zu kommen, die keinen gesicherten oder nur einen sehr geringen Zusatznutzen bringen im Vergleich zu bestehenden Arzneimitteln, aber trotzdem deutlich mehr Kosten, zum Teil 50% mehr Kosten, zum Teil 100% mehr Kosten. Wir haben hier tatsächlich im klassischen Sinne mit einer Situation zu tun, die man heutzutage bezeichnet als eine Situation der Übergewinne. In der Arzneimittelversorgung konnte im sogenannten Amnox-System mit Medikamenten ein sehr hoher Gewinn gemacht werden, die keinen zusätzlichen Nutzen gebracht haben oder nur sehr geringen Nutzen, aber sehr hohe Preise. Das beseitigen wir jetzt. Jetzt können diese Arzneimittel nur eingebracht werden zu Preisen, die den bereits im Markt befindlichen Arzneimitteln entsprechen. Und wieso sollten wir ein Arzneimittel, was nicht besser ist, deutlich besser bezahlen? Dafür gibt es keinen Grund. Das haben wir durchgesetzt. Das ist eine deutliche Strukturreform im Amnox-System. Auch dafür bin ich ganz herzlich dankbar. Wir haben auch eine zweite Strukturreform vorgenommen, die ich für wichtig halte. Jeder weiß, dass die sogenannte Neupatientenregelung eigentlich nur auf dem Papier bestand und häufig Patienten, die es schon immer gab in den Praxen, als Neupatienten geführt worden sind, sodass wir hier Geld ausgegeben haben, mehr als 500 Millionen Euro pro Jahr, ohne dass es zu einer Verbesserung der Versorgung gekommen ist. Das haben wir beseitigt. Diese Regelung haben wir gestrichen. Was wir stattdessen gemacht haben, ist, dass jetzt die Patienten, die schneller einen Facharzttermin bekommen, weil es eine Überweisung gab oder weil sie über die Terminservicestellen zum Facharzt gekommen sind, dafür gibt es ein höheres Honorar, sowohl für den abgebenden Hausarzt wie auch für den Facharzt, der schneller den Termin dann gibt. Das ist eine deutliche Verbesserung, das ist ein Schritt in Richtung Abbau der Zweiklassenmedizin. Somit haben wir auch hier eine Strukturreform geschaffen. Wir haben im Prinzip die Analyse vorgetragen, haben gesehen, die Neupatientenregelung bringt uns nicht weiter.
Die schnelle Vergabe von Facharztterminen, wenn wir die stärker honorieren, führt zu schnelleren Terminvergaben. Das ist ein wichtiger Schritt in Richtung des Abbaus der unterschiedlichen Versorgung von Privatpatienten und gesetzlich Versicherten. Auch das ein Schritt in die richtige Richtung, eine Verbesserung, eine Strukturreform im Rahmen eines Gesetzes, was das Defizit beseitigt hat. Ich komme zu den Bereichen. Wir haben bei den Krankenkassen zum Teil erhebliche Rücklagen noch gehabt. Die haben wir zuerst überschätzt. Dann sind die genauer abgeschätzt worden, etwa 2,5 Milliarden Euro. Das ist jetzt nicht die Zeit, wo Krankenkassen sich prunkvolle neue Gebäude errichten oder Rückstellungen für solche Gebäude sitzen, sondern wo wir tatsächlich an die Reserven herangehen. Daher bauen wir diese Reserven ab. Ich glaube, wenn man das gesamte Gesetz betrachtet, dann sieht man, dass ein Gesetz, über welches viel gesprochen wurde, wo es aber wenige Änderungen gegeben hat, seit wir das in das Kabinett gebracht haben und in den Bundestag. Wir haben lange darüber diskutiert, aber es ist ein Gesetz, wo wir Effizienzreserven abbauen, wo wir den Beitragssatz so wenig wie notwendig erhöhen, um 0,3 Beitragssatzpunkte, wo wir Rücklagen abbauen, wo wir gleichzeitig die Arzneimittelversorgung und die Facharztversorgung verbessern. Ein Gesetz aus meiner Sicht aus einem Guss. Ich darf mich ganz herzlich für die Beratungen bedanken und glaube, dass wir damit einen wichtigen Schritt weitergekommen sind, um die GKV zu erhalten in dieser Krise, in der kritischen Zeit, als das, was sie ist, etwas, was Stabilität ist und wo Leistungskürzungen ausgeschlossen sind und wo sukzessive die Versorgung der gesetzlich Versicherten verbessern. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat sich hier für die Beratungen bedankt. Allein von der Koalition gab es 17 Änderungsanträge, die hier mit eingearbeitet wurden. Also es gab sehr viel Beratungsbedarf. Tino Sorge spricht nun als nächstes, der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion. Hochverehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Bundesgesundheitsminister, ich möchte Sie heute beglückwünschen, weil das ist die erste Rede, die wir hier im Plenum hören, wo Sie nicht über das Thema Corona gesprochen haben. Und das ist ein Erfolg, glaube ich. Aber ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Also, Herr Bundesgesundheitsminister, ich kann es Ihnen leider nicht ersparen, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, Sie wollen das GKV-System stabilisieren. Sie sagen, das sei ein GKV-Finanzstabilisierungsgesetz. Dann kann ich Ihnen nur sagen, das ist ein Problemverschiebegesetz. Und das kann ich Ihnen leider nicht ersparen, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Bundesgesundheitsminister. Und das ist ja immer so, dass Sie mittlerweile bei jeder Rede sagen, Sie wollen ja nicht nach hinten schauen, Sie wollen Ihren Vorgänger nicht kritisieren, aber Sie hätten alle Probleme, Sie hätten die 17 Milliarden im System von der Vorgängerregierung geerbt. Und da kann ich nur sagen, lieber Herr Kollege Lauterbach, wer war denn in der letzten und in der vorletzten Legislatur der Fraktionsvize für den Gesundheitsbereich? Wer saß denn immer mit am Tisch? Wer hat denn die ganzen Gesetze, die gesellschaftlicher Konsens waren, Verbesserungen in der Pflege, Verbesserungen bei den Ärzten, schnellere Facharzttermine, wer hat das denn mitbeschlossen? Da saßen Sie doch am Tisch. Und sich jetzt hier hinzustellen und zu sagen, Sie hätten nichts damit zu tun, das ist scheinheilig und das ist unehrlich. Und ich will Ihnen auch sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, wenn Sie hier sagen, das sei kein Gesetz, bei dem es Beitragserhöhungen gibt, es gäbe keine Leistungskürzung, dann kann ich Ihnen sagen, das stimmt nicht. Weil das, was Sie hier tun, ist, Sie belasten einseitig die Beitragszahler, Sie drehen gute Regelungen zurück, Sie belasten Ärztinnen und Ärzte, Sie belasten Apotheker, Sie belasten den Pharma, den Forschungsstandort Deutschland. Und das sagen Ihnen alle Akteure. Und Sie stellen sich hier hin und sagen, das ist nicht so. Insofern stimmt das nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich will Ihnen auch genau sagen, warum das nicht stimmt. Erstens. Neupatientenregelung war eine Regelung, die wir in der letzten Legislatur gemeinsam mit der SPD hier im Plenum auf den Weg gebracht haben. Da geht es darum, dass Ärztinnen und Ärzte zusätzlich Patienten behandeln können, dafür extra budgetär, also zusätzlich vergütet werden. Und viele Patientinnen und Patienten haben dadurch schnell zeitnah Facharzttermine bekommen. Und deshalb haben wir auch gesagt als Unionsfraktion, wir wollen nicht, dass diese Regelung zurückgedreht wird, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wenn man über dieses Defizit 17 Milliarden spricht, also das Problem ist ja ganz klar benannt. Wir haben 17 Milliarden Defizit im kommenden Jahr in der gesetzlichen Krankenversicherung. Was tut man als Gesundheitsminister? Man macht zunächst das Offensichtliche. Und das Offensichtliche wäre gewesen, 10 Milliarden Euro, die im System fehlen, weil die Beiträge für ALG-2-Bezieher eben nicht aus Steuermitteln in das Gesundheitssystem gezahlt werden, dass man sich erst mal darum kümmert, lieber Herr Kollege Lauterbach. Und das haben Sie nicht getan, sondern Sie sagen, Sie finden keine Einigung mit
mit dem Bundesfinanzminister, mit Herrn Lindner. Also lassen Sie es und machen es über angebliche Effizienzreserven im System. Und das wird nicht funktionieren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich darf Ihnen auch noch mal vielleicht eine Anregung mitgeben, Herr Bundesgesundheitsminister. Wenn man das Offensichtliche schon nicht tun möchte und sagt, man will andere Lösungen auf den Weg bringen, dann höre ich doch auch mal den Akteuren zu. Und dann frage ich mich doch auch mal, warum ist es so, dass beispielsweise die Ärztinnen und Ärzte sagen, das wird so nicht funktionieren, sie müssen Kapazitäten abbauen, Patientinnen und Patienten werden schlechter versorgt werden, Apotheken werden in der Fläche in Schieflage bekommen, die flächendeckende Versorgung wird auf der Kippe stehen. Und jetzt hier zu sagen, das sei ein Finanzstabilisierungsgesetz, kann ich Ihnen sagen, das ist kein Finanzstabilisierungsgesetz, es ist ein Problemverschiebegesetz. Und das müssen Sie zur Kenntnis nehmen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und der absolute Gipfel ist in dieser Diskussion, wenn man dann sagt, man will als Gesundheitsminister überhaupt nicht die Debatte mit dem Bundesfinanzminister führen. Man übernimmt oder unternimmt überhaupt nicht den Versuch zu sagen, lieber Bundesfinanzminister, diese 10 Milliarden müssen doch ins System rein. Dann sagen Sie einfach, na ja, Sie müssen eventuell mal mit Christian Lindner sprechen, aber offenkundig hat man ja den Eindruck, dass Herr Lindner immer andere Dinge versteht, als Sie verstehen und Sie keine Einigung finden. Und dass Sie dann als Hauptthema vor zwei Tagen in die Debatte einbringen, die Legalisierung des Kiffens, da kann ich nur sagen, das sind die Prioritäten Kollege, völlig verschoben Schluss, innerhalb der Ampelregierung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Also, machen Sie Ihre Arbeit, liebe Kolleginnen und Kollegen der Ampel. Hören Sie auf zu jammern. Regieren Sie. Regieren heißt nicht jammern. Regieren heißt machen. Machen Sie endlich. Die Kliniken und die Akteure im Gesundheitswesen warten darauf. Vielen Dank. Tino Sorge fordert hier eine andere Prioritätensetzung, unter anderem, wenn es um die Legalisierung von Cannabis geht. Für die hatten sich ja auch die Grünen sehr stark gemacht. Für die Grünen-Fraktion spricht jetzt Maria Klein-Schmeink, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen hier im Raum, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, warum reden wir über dieses Stabilitätsgesetz? Warum müssen wir darüber reden? Wir müssen darüber reden, weil wir ein Defizit von 17 Milliarden Euro aus der letzten Wahlperiode geerbt haben. Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn hat viel Geld ausgegeben, aber keinerlei Vorsorge getroffen dafür, wie wir eine stabile Finanzierung der gesetzlichen Aufgaben hinbekommen. Das müssen wir mal als Erstes festhalten. Und ganz klar muss man sagen, eine stabile Finanzierung ist das Rückgrat für ein funktionierendes Gesundheitssystem. Und da stellen Sie sich hier hin, Herr Sorge, und reden davon, es ginge um Problemverschiebung. Ich würde mal sagen, die Weltmeister im Problemverschieben im Gesundheitsbereich waren die unionsgeführten Regierungszeiten. Wir haben ja nicht nur das Verschieben des Problems der Finanzierung, sondern wir haben auch die wesentlichen Strukturreformen nicht vorgefunden. Die gehen wir jetzt an. Da sind wir mit Volldruck dabei, sowohl im Bereich der Krankenhausfinanzierung, in der Krankenhausplanung, insgesamt in der Versorgungsstruktur. Das gehen wir an und wir gehen den Fachkräftemangel an. Und in diesen so schwierigen Zeiten stellen wir uns auch den Herausforderungen, denn jetzt für 2023 eine sichere, stabile Finanzierung hinzukriegen. Und ja, das haben ja auch viele der Beiträge in der Anhörung gezeigt. Da sind auch Zumutungen dabei. Da sind die Zumutungen dabei, dass die Versicherten mehr bezahlen müssen. Insgesamt Arbeitgeber und Arbeitnehmer 0,3 Prozentpunkte, 0,15 also für die Versicherten. Aber wir haben eben auch Zumutungen sowohl für die Pharmaindustrie, für die Apotheken, auch für die Ärzteschaft. Aber diese Zumutungen sind vertretbar, denn wir müssen dafür sorgen, dass wir erstens die Stabilität hinbekommen. Wir müssen dahin hinbekommen, dass wir nicht einen riesigen Beitragssprung haben. Und genau das haben wir mit vereinten Kräften geschaffen, und zwar so, dass wir das gut vertreten können, weil wir die Auswirkungen auf die verschiedenen Bereiche sehr gut abgewogen haben und geschaut haben, dass wir da nicht zu Spitzen kommen. Und
Wir haben dafür gesorgt, dass es eine Evaluierung gibt. Und diese Evaluierung wird dafür sorgen, dass wir nachsteuern können und dort dafür sorgen können, dass dann Probleme, die auftreten, dann beseitigt werden können. Ich will zum Schluss noch mal sagen, die Aufgabe bleibt, dass wir für 2024 folgende eine gerechte, stabile Finanzierung auch mit Steuermitteln hinbekommen. Diese Aufgabe müssen sich alle hier im Hause stellen. Es wird um Milliardenbeträge gehen, aber auch das werden wir schaffen. Vielen Dank, Frau Kollegin. Optimistisch Maria Klein-Schmeink von Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag. Nächster Redner ist Martin Sichert, der gesundheitspolitische Sprecher der AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren, vor 11 Jahren stand der Papst an dieser Stelle. Er zitierte den heiligen Augustinus mit den Worten: Nimm das Recht weg, was ist dann ein Staat noch anderes als eine große Räuberbande? Sie haben das offensichtlich nicht als Warnung, sondern als Anleitung verstanden. Sie verhalten sich nicht wie eine verantwortungsvolle Regierung, sondern wie eine Räuberbande, die das Land plündert und verwüstet, wie auch das vorliegende Gesetz zeigt. Die Menschen werden ausgenommen bis aufs letzte Hemd. In kaum einem anderen Land müssen die Bürger so viel von ihrem hart erarbeiteten Geld an den Staat abdrücken. Und mit diesem Gesetz wollen sie den Menschen noch mehr abpressen, indem die Krankenkassenbeiträge auf Rekordniveau steigen. Wir sind schon Weltmeister bei Steuern und Energiekosten, und Sie erhöhen die Belastung immer weiter. Einige von Ihnen planen sogar den sogenannten Lastenausgleich, also die staatliche Enteignung von Millionen Eigenheimbesitzern. Sie verwüsten das Land. Sie machen nicht nur mit Ihrer Energiepolitik das Land zur industriellen Wüste und mit Ihrer Toleranz gegenüber Sexualverbrechern und Clans das Land zur sicherheitspolitischen Wüste, sondern auch mit Lauterbachs Politik zur gesundheitspolitischen Wüste. Die Auswirkungen davon sehen wir bereits. Eine Übersterblichkeit, insbesondere in den jungen Altersgruppen, zeugt vom Niedergang des Gesundheitssystems. Sie beschäftigen sich noch nicht einmal damit, es könnte ja möglicherweise etwas mit der Impfung zu tun haben. Stattdessen versetzt die Bundesregierung dem Gesundheitswesen einen Schlag nach dem anderen. Krankenkassen, die solide gewirtschaftet haben, werden die Rücklagen per Gesetz abgebrannt. Pflegern wird erzählt, Nachtschichten wären überflüssig. Apotheken, die eh schon mit Energiekosten, Inflation und steigenden Personalkosten zu kämpfen haben, denen kürzen sie auch noch das Honorar und versetzen damit etlichen Apotheken den Todesstoß. Während die Menschen aufgefordert werden, 2 Pullover anzuziehen, sich nur mit Waschlappen zu waschen und in die Dusche zu pinkeln, baut man dem Kanzler einen Prunkpalast für 777 Millionen Euro. Geht's noch? Ich möchte, dass diese Politik auf Kosten der Bürger ein Ende hat. Deswegen machen wir von der AfD mehr konstruktive Vorschläge als jede andere Fraktion. Allein zu diesem Tagesordnungspunkt liegen 5 Anträge zur Abstimmung vor. Die AfD will die Anwendung von Medizinalcannabis erleichtern. Sie alle sagen: Nein, warum Schmerzpatienten helfen? Solange es nicht um den Kifferspaß geht, ist Ihnen Cannabis völlig egal. Die AfD will die Budgetierung der Ärzte aufheben. Sie alle sagen: Nein, warum etwas dafür tun, um die unerträglich langen Wartezeiten von Kassenpatienten bei Fachärzten zu reduzieren? Schließlich sind die meisten Bundestagsabgeordneten ja privat versichert und damit nicht betroffen. Die AfD will ich bin gesetzlich versichert, wenn Sie schon fragen, Frau Kollegin. Die AfD will Arzneimittelsicherheit verbessern, und Sie alle sagen: Nein, warum sollen wir denn die Gesundheit der Bürger schützen? Schließlich empfangen die Pharmalobbyisten Bundestagsabgeordnete viel freundlicher, wenn Medikamente wie die Corona-Impfung vor der millionenfachen Anwendung nur an Mäusen getestet werden. Hören Sie endlich auf, sich wie eine Räuberbande zu verhalten, und nehmen Sie so wie wir die Verantwortung gegenüber 83 Millionen Mitbürgern ernst. Treten Sie Ihren fatalen Gesetzesentwurf in die Tonne und nehmen Sie unsere Anträge zum Wohl der Menschen an. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Sichert. Nächster Redner ist der Kollege Professor Andrew Ullmann, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die gesetzliche Krankenversicherung liegt auf der Intensivstation.
weil notwendige Therapien in der Vergangenheit versäumt wurden. Eine katastrophale Folge von 8 Jahren verfehlter Gesundheitspolitik der Union. Ohne einen Gesetzentwurf wie diesen würde der Zusatzbeitrag um mindestens 1 Prozentpunkt steigen. Dies würde eine Mehrbelastung von mehrere hundert Euro für den Mittelstand in diesem Land nach sich ziehen. So eine Beitragssteigerung würde die Entlastungspakete zur Inflation und Energiepreisen zum Teil wirkungslos machen. Hier übernimmt die Ampel Verantwortung. Da ist es wichtig, dass wir dieses Gesetz heute verabschieden. Im parlamentarischen Verfahren haben wir wesentliche Änderungen zum Gesetz erreichen können. Dieses Gesetzgebungsverfahren hat wieder einmal gezeigt, dass das parlamentarische Verfahren einen echten Mehrwert bringt. Deshalb mein Dank an die Kolleginnen und Kollegen der SPD, Bündnis 90 Die Grünen und an das BMG für die konstruktive Diskussion und Vorschläge. Die Streichung der Neupatientenregelung bleibt zwar bestehen, jedoch verbessern wir die Vergütung der Fach- und Hausärzte bei der Vermittlung über die Terminservicestellen und bei Überweisung durch die Fachhausärzte. Dies ist eine ganz wichtige Initiative, damit faire Anreize gesetzt werden, die Versorgung von Patientinnen und Patienten ohne festen Arzt auch weiterhin in einer hohen Qualität sicherzustellen. Auch im Arzneimittelbereich sind wesentliche Änderungen am Gesetz erreicht worden. Die Erstattungsschwelle für Arzneimittel gegen seltene Erkrankungen wird nun auf 30 Millionen statt auf 20 Millionen Euro abgesenkt. In der Anhörung zum Gesetz haben insbesondere Patientenvertreterinnen und Vertreter auf die Bedeutung dieser Regel und dieser Arzneimittel hingewiesen. Wir haben gut zugehört und haben eine neue Lösung gemeinsam geschaffen. Zudem schaffen wir eine Ausnahmeregelung beim fixen Kombinationsabschlag. Wir ermöglichen durch einen entsprechenden Nutzungsnachweis die Aussetzung des Abschlags. Dies ist eine wichtige Anpassung zum Wohle der Patientinnen und Patienten und des pharmazeutischen Fortschritts. Damit auch Innovationen weiterhin beim Patienten ankommen. Meine Damen, meine Herren, dieses Gesetz dient uns als Brücke. Größere Strukturreformen müssen gemeinsam angegangen werden. Damit schreiben wir Strukturreformen fest und erweitern diesen Auftrag um Bürokratieabbau und Transparenz bei den Krankenkassen. Ein längst überfälliger Schritt. Das Gesetz ist immer noch ein Finanzstabilisierungsgesetz. Es macht keine Freude, so ein Gesetz zu erarbeiten oder beschließen zu müssen. Wir müssen besser weitermachen, denn sollten wir zukünftig nichts ändern, scheitern auch wir. Es liegt nun an uns, die Fortschrittskoalition, mutig die notwendigen Strukturreformen anzugehen. Hier sind wir bereit, denn wir wollen, dass die medizinische Versorgung digitaler, innovativer und nachhaltiger wird. So wird das Gesundheitssystem resilienter auf viele zukünftige Herausforderungen, wie zum Beispiel der demografische Wandel. Wir wollen, dass alle im Gesundheitswesen Tätigen wieder zufrieden sind mit ihren Tätigkeiten, egal ob im Pflegeheim, im Krankenhaus, in der Apotheke oder in der Praxis. Wir wollen Deutschland wieder lukrativer machen für die Ansiedlung von biotechnologischen und pharmazeutischen Unternehmen. Das ist nämlich eine nachhaltige Industrie. Das, meine Damen und Herren, sind unsere Aufgaben. Und ich lade auch die Verantwortlichen in den Landesparlamenten hier ausdrücklich ein, hier konstruktiv mitzuarbeiten. Zum Ende meiner Rede möchte ich noch auf einen Punkt hinweisen. Wir Freie Demokraten waren in der letzten Legislaturperiode als Oppositionsfraktion im Hohen Haus aktiv. Wir haben diese Rolle sehr ernst genommen. Jeder Antrag unsererseits war gegenfinanziert und durch bestehende Haushaltsmittel gedeckt. Das ist arbeitsintensiv. Es ist aber auch Bestandteil des Jobs. Von der AfD und von den Linken erwarte ich keine solide Arbeit, aber von der Union jedoch schon. Daher hat es mich entsetzt, dass Sie im Ausschuss Änderungsanträge gestellt haben, die ungedeckte Mehrausgaben von 1,5 Milliarden Euro enthielten. Sie geben leere Versprechungen ab, nehmen Beitragssteigerungen für den deutschen Mittelstand in Kauf. Sie wissen selbst, dass das keine gute Oppositionsarbeit ist. Aber zum Glück haben Sie noch mindestens 7 Jahre weitere Zeit zu üben. Herzlichen Dank.
Soweit der gesundheitspolitische Sprecher der Liberalen hier im Deutschen Bundestag, Andrew Ullmann. Und für die Linksfraktion wird nun die Sprecherin für Gesundheitspolitik sprechen. Das ist Katrin Vogler, schon auf dem Weg zum Rednerpult. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Leider haben SPD und Grüne in den Koalitionsverhandlungen ihre Versprechen aus dem Wahlkampf für eine gerechtere Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung aufgegeben. Dabei wäre gerade das jetzt die Antwort auf die gigantischen Herausforderungen für unser Gesundheitswesen. Und das von Ihnen, Herr Lauterbach, hier vorgelegte GKV-Finanzstabilisierungsgesetz hat seinen Namen nicht ansatzweise verdient. Ehrlicherweise sollte es GKV-Finanzierungsmurksgesetz heißen, denn ihr Defizit sollten die Krankenkassen größtenteils selbst stopfen, indem sie Rücklagen verbrauchen, also Gelder, die von den Versicherten eingezahlt wurden. Zudem erhalten sie ein zwangsweises Darlehen aus der Staatskasse, von dem niemand weiß, wann und wovon das zurückgezahlt werden soll. Und dann werden noch die Zusatzbeiträge erhöht. Das belastet doch gerade die Menschen, die im Moment sowieso kaum wissen, wie sie ihre Rechnungen für Energie und Essen bezahlen sollen. Und dabei stimmen schon die Berechnungsgrundlagen nicht. Alle seriösen Schätzungen gehen davon aus, dass wegen der Energiepreiskrise, wegen Inflation und Rezession das Defizit im nächsten Jahr schon sehr viel höher ausfallen wird. Und bei vielen ihrer Sparmaßnahmen ist völlig unklar, ob sie am Ende überhaupt genug Geld einbringen oder nicht doch zusätzliche Kosten verursachen. Also, was Sie hier vorgelegt haben, Herr Lauterbach, das ist nicht nur ungerecht, sondern auch unausgegoren. Und lieber Andrew Ullmann, weil wir ja eine konstruktive und seriöse Opposition sind, schlägt Ihnen die Linke heute eine gerechte und nachhaltige Lösung vor. Wenn wir nämlich die Versicherungspflichtgrenze und die Beitragsbemessungsgrenze in der Krankenversicherung auf das Niveau der Rentenversicherung anheben und damit mehr Beiträge einnehmen, brauchen die Beiträge für Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen nicht zu steigen. Wir schlagen darüber hinaus vor, die Beiträge, die der Bund für ALG-II-Beziehende zahlt, zu erhöhen und effektiver gegen Mondpreise für neue Arzneimittel vorzugehen. Und allein die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Arzneimittel, die wir vorschlagen, die würde 5 Milliarden Euro etwa einbringen, genauso viel wie die Erhöhung des Zusatzbeitrages nach Ihren Plänen bringen soll. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von SPD und Grünen, Herr Minister Lauterbach, ich verstehe ehrlich gesagt immer weniger, wofür wir überhaupt noch ein Gesundheitsministerium brauchen, wenn am Ende der Finanzminister die Richtlinien vorgibt. Und weil das so ist, kommen Sie auch in einem anderen Bereich nicht ausreichend voran, nämlich bei der Entlastung von Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und pflegenden Angehörigen von den Kosten von Inflation und Energiepreiskrise. Deshalb fordern wir in einem Entschließungsantrag, den wir gleich namentlich abstimmen lassen, ein Energiekostenentlastungspaket für defizitäre Akut- und Reha-Kliniken, eine Deckelung der Eigenanteile für Menschen in Pflegeeinrichtungen und einen Inflationsausgleich beim Pflegegeld. Denn den Menschen und den Einrichtungen steht das Wasser bis zum Hals. Herr Lauterbach, handeln Sie endlich. Vielen Dank, Frau Kollegin Vogler. Die Opposition hat hier auch mehrere Anträge eingebracht. Unter anderem hat die Linksfraktion einen Entschließungsantrag auch hier zu dem Gesetzesentwurf eingebracht, über den die Abgeordneten namentlich abstimmen nach dieser Debatte. Kolleginnen und Kollegen, genau vor einer Woche hat der beim Bundesamt für Soziale Sicherung angesiedelte Schätzerkreis eine Prognose für die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung der Krankenkassen im kommenden Jahr vorgenommen und dabei das historisch hohe Defizit von 17 Milliarden Euro bestätigt. Eine bedrückende Erkenntnis, aber keine Überraschung. Wir wissen alle, dass seit Jahren die Ausgaben mit jährlich rund 4 Prozentpunkten spürbar stärker als die Einnahmen wachsen. Es herrscht also kein Erkenntnisdefizit. Wir wissen schließlich, dass fehlende Strukturreformen sowie populäre, allerdings teure Leistungsreformen dieses Defizit von 17 Milliarden Euro zu verantworten haben. Und das war alles unter Minister Spahn. Mit diesem hier in der zweiten und dritten Lesung vorliegenden GKV-Finanzstabilisierungsgesetz
müssen wir genau dieses Defizit kurzfristig, ich betone kurzfristig, schließen. Dabei steht für meine Fraktion fest, dass die Lasten auf mehrere Schultern verteilt werden müssen, was sich in einem höheren Bundeszuschuss und der Heranziehung von Finanzreserven der Kassen und des Gesundheitsfonds widerspiegelt, aber auch des Beitrages seitens der Pharmaindustrie, Ärztinnen, Zahnärztinnen, Apothekerinnen und Krankenhäuser. Denn ohne diese Lastenverteilung müsste das Defizit ausschließlich von Beitragszahlerinnen und Beitragszahlern durch einen Zusatzbeitrag, Herr Kollege Ullmann hat es gesagt, von bis zu 1% geschultert werden. Dennoch wird es nicht ohne Beitragssteigerungen gehen. Im Durchschnitt werden die Beitragssätze um 0,3 Prozentpunkte moderat steigen. Im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens haben wir, getreu dem Strukschen Gesetz, wo kein Gesetz das Parlament passiert, so wie es eingebracht worden ist, Änderungen vorgenommen. Wir haben, und da gebe ich auch meinem Kollegen Ullmann vollkommen recht, unter Beweis gestellt, dass in Zeiten, wo eine Krise die nächste jagt, der Parlamentarismus, dessen Wesen der Kompromiss ist, funktioniert. Und das findet sich hier in den 17 Änderungsanträgen in unterschiedlichen Bereichen seinen Niederschlag. Wobei wir eine ganze Reihe wichtiger Verbesserungen gegenüber dem Ursprungsentwurf erreicht haben. So konnte das Schonvermögen für kleine Kassen von 2 auf 4 Millionen Euro erhöht werden und die Bezahlung der Parodontitis-Behandlung für Pflegebedürftige und Menschen mit Behinderung verbessert werden. Bei den Arzneimitteln haben wir den Kern der Reform verteidigt und unter anderem noch Verbesserungen für Kombinationstherapien und bei Arzneimitteln gegen seltene Erkrankungen sowie die Opt-in-Regelung erreicht. All diese Maßnahmen werden kritisch evaluiert und begleitet. Dadurch sichern wir den Forschungs- und Produktionsstandort hier in Deutschland. Wichtig für uns als Fortschrittskoalition sind uns auch getreu unserem Koalitionsvertrag die Schwerpunktthemen Bürokratieabbau und Transparenz. Schließlich wollen wir das Personal des Gesundheitswesens und im Gesundheitswesen entlasten und wir wollen Verbesserungen im Bereich der Service- und Versorgungsqualität für die Patientinnen und Patienten erreichen. Hierfür soll das Bundesministerium für Gesundheit Empfehlungen bis zum 30.09. des kommenden Jahres vorlegen. Bei der Ärztehonorierung werden wir den Wegfall der Neupatientenregelung durch verbesserte Zuschläge für eine schnelle Terminvergabe kompensieren. Das soll die Rolle der Hausärzte und auch die Terminservicestellen stärken und ist ein bedeutender Schritt gegen die Zweiklassenmedizin. Auch diese Maßnahme wird in regelmäßigen Abständen evaluiert und kritisch begleitet. An dieser Stelle darf ich mich bei den Berichterstattern Andrew Ullmann als auch Klein Schmark nochmals herzlich bedanken für die konstruktive Beratung, denn trotz manchmal unterschiedlicher Sichtweisen haben wir konstruktiv an einem gemeinsamen Ziel gearbeitet, nämlich die Liquiditätssicherung und Stabilisierung der GKV für das kommende Jahr. Und das ist uns in dem vorliegenden Gesetzentwurf gelungen. Wie ich eingangs schon gesagt habe, das wachsende strukturelle Defizit in der gesetzlichen Krankenversicherung ist eine Folge von versäumten Strukturen sowie populären Strukturreformen sowie populären, allerdings teuren Leistungsreformen unter Minister Spahn. Mit diesem Gesetz beginnen wir jetzt und machen weitreichende Strukturreformen bei der Arzneimittelversorgung, aber auch weitere Strukturreformen im Gesundheitswesen werden folgen, insbesondere im Krankenhausbereich, denn die sind bereits schon in Arbeit. Unabhängig davon habe ich für meine Fraktion eine klare Erwartungshaltung, dass wir die grundsätzlichen Finanzierungsfragen angehen müssen, um das strukturelle Defizit nicht nur kurzfristig, sondern auch nachhaltig zu beseitigen. Für meine Fraktion möchte ich daher unmissverständlich betonen, dass wir uns an den Leitplanken des Koalitionsvertrages dabei orientieren werden. Das schließt ausdrücklich die regelhafte Dynamisierung des Bundeszuschusses sowie höhere Beiträge für die Bezieherinnen und Bezieher von Arbeitslosengeld II aus Steuermitteln mit ein. In diesem Sinne freue ich mich auf die kommenden Monate und Jahre, in denen die Fortschrittskoalition diese Strukturreformen im Gesundheitsbereich, die über Jahre liegen geblieben sind, angehen wird. Oder wie wir im Niedersächsischen sagen würden, wir werden anpacken und besser machen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege. Christos Pantazis war das für die SPD-Fraktion. Damit kommen wir zum nächsten Redner. Stefan Pilsinger, Sprecher für Gesundheit der CSU-Landesgruppe. Herr Präsident, meine Damen und Herren, der redet doch nur über Corona. Das nervt langsam echt. Das sagen die Menschen in Deutschland, wenn sie über unseren Gesundheitsminister Karl Lauterbach sprechen. Herr Lauterbach, wenn Sie mal nicht über Corona sprechen, dann erzählen Sie uns dauernd,
welches Thema Sie als nächstes anpacken wollen. Und was passiert dann? Nichts. Einfach nichts. Karl Lauterbach ist ein reiner Ankündigungsminister und nicht mehr. Ihre Untätigkeit zur Lösung wirklich wichtiger Probleme in unserem Gesundheitssystem halte langsam ich fast nicht mehr aus. Die Ampel hat sich ja richtigerweise zum Ziel gesetzt, die Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen nachhaltig zu reformieren. Und was tun Sie jetzt? Nichts davon, was Sie sich im Koalitionsvertrag mal vorgenommen haben. Das ist doch völlig abstrus. Stattdessen legen Sie uns heute das GKV-Finanzstabilisierungsgesetz vor, das faktisch ein Gesundheitssystem-Destabilisierungsgesetz ist. Dieses Gesetz ist reine Flickschusterei zum Stopfen von Finanzlöchern ohne einen nachhaltigen Effekt. Herr Gesundheitsminister, Sie haben einen mehrfach angekündigt, dass es zu keinen Leistungskürzungen bei den Versicherten kommen soll. Sie nennen Leistungskürzung deshalb jetzt einfach das Heben von Effizienzen und Reserven. Vor wenigen Monaten haben Sie noch den Beschäftigten im Gesundheitssystem für ihre in der Tat herausragende Leistung zur Bewältigung der Corona-Krise gedankt. Jetzt kürzen Sie bei den Zahnärzten, den Fachärzten, bei den Apothekern und den Arzneimittelherstellern. Das ist für Sie also das Heben von Effizienzreserven. Eine absolute Frechheit, Herr Gesundheitsminister, ist das. Ich kann Ihnen heute schon sagen, zu was Ihre kurzsichtigen Einsparungen am Ende führen werden. Ihre Kürzungen bei der zahnmedizinischen Prävention und hier insbesondere bei der hochwirksamen Parodontitis-Behandlung wird die Zahngesundheit der Menschen in Deutschland dauerhaft gefährden. Ihre massive Reduktion der Neupatientenpauschale wird für Kassenpatienten zu einer massiven Verlängerung der Wartezeiten auf einen Facharzttermin führen. Ihre Einsparungen beim Packungsabschlag werden das Apothekensterben vor allem im ländlichen Raum beschleunigen und damit die Arzneimittelversorgung der Patienten verschlechtern. Dass Sie die pharmazeutische Industrie auf diese Art und Weise unangemessen schröpfen, wird viele Arbeitsplätze kosten und dazu führen, dass innovative Arzneimittel in Deutschland nicht mehr verfügbar sein werden. Das Schlimmste aber ist, Herr Gesundheitsminister, dass Ihre Einsparungen am Ende die Gesundheit der Patienten in Deutschland verschlechtern werden und damit langfristig mehr Kosten auslösen werden, als Sie jetzt mit dem Gesetz einsparen können. Deshalb lehnt die Unionsfraktion dieses Gesetz auch mit voller Überzeugung ab. Vielen Dank. Vielen Dank. Stefan Pilsinger nannte hier den Gesetzentwurf eine Frechheit. Er arbeitet weiter neben seiner Abgeordnetentätigkeit übrigens auch als Hausarzt noch. Und damit kommen wir zu Paula Piechotta für Bündnis 90 Die Grünen. Sie sitzt im Haushaltsausschuss. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen und vor allem auch liebe Bürgerinnen und Bürger auf der Tribüne, die wir ja, Sie und wir alle, auch Patientinnen in diesem Gesundheitswesen sind. Ich war vor ein paar Wochen bei meinem Schwager zu Gast. Er hat seinen 40. Geburtstag nachgefeiert und der ist niedergelassener Kinderarzt in Baden-Württemberg. Und ich war kaum zur Tür rein, da wurde ich gefragt, bist du auch für dieses Spargesetz? Wenn ja, kannst du dein Essen heute Mittag selber bezahlen. Und dann habe ich erklärt, dass ich da durchaus dafür bin, dass ich verstehe, dass viele Menschen, so wie er im Gesundheitswesen, jetzt nicht in Begeisterungsstimme verfallen, wenn dieses Gesetz verkündet wird. Dass es auch definitiv nicht alle Probleme im Gesundheitswesen jetzt schon löst, die wir ja mit dem Koalitionsvertrag ganz richtigerweise angehen wollen. Und dass natürlich auch niemand behauptet, dass wir damit die Finanzierungsprobleme in der gesetzlichen Krankenversicherung ab 2024 lösen. Aber trotzdem ist dieses Gesetz notwendig, weil es die Finanzierung der Gesundheitsversorgung von Millionen von Menschen, nämlich den 90%, die in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind und damit nicht zu den Höchstverdienerinnen gehören, weil es deren Gesundheitsversorgung für 2023 absichert. Denn wie absurd wäre das in der Zeit, wo wir gerade die Menschen mit mittleren und niedrigen Einkommen angesichts von steigenden Energiepreisen, angesichts von hoher Inflation entlasten wollen, wenn gleichzeitig genau für diese Menschen die Gesundheitskassenbeiträge weiter ansteigen würden als das, was wir jetzt in sehr engem Umfang tun. Und deswegen ist das eben ein Gesetz, was die Lasten im Gesundheitswesen verteilt, die Lasten der Finanzierung der GKV auf die Kliniken, auf die Kassen, auf die Apothekerinnen und Apotheker, auf die niedergelassenen Ärztinnen, auf die Versicherten, aber eben auch, weil das jetzt vielfach angesprochen wurde, eben auch auf den Bundeshaushalt. Wir geben auch als Parlamentarier, die im Haushaltsausschuss sitzen, eben nicht nur den normalen
normalen Bundeszuschuss von 14,5 Milliarden, sondern der Bundeszuschuss wird aufgestockt und es gibt zusätzlich noch das Darlehen an der GKV. Und obwohl die Ergebnisse des Schätzerkreises ein bisschen besser waren als erwartet, wurde das nicht abgeschmolzen. Das ist auch der Beitrag der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in diesem Land für die Finanzierung der GKV im nächsten Jahr. Und das habe ich alles meinem Schwager erklärt. Am Ende durfte ich mitessen, ohne selber zu bezahlen. Aber natürlich ist es auch so, dass das alles nur funktioniert, wenn wir jetzt nach Verabschiedung dieses Gesetzes auch die Finanzierung der GKV für die Jahre 2024 folgende angehen. Und ich fand es spannend, was Sepp Müller neulich vorgeschlagen hat. Nämlich kaum in der Opposition hat die CDU sich jetzt auch bei dem Thema bewegt und hat gesagt, ja, wir müssen hier über neue Finanzierungswege nachdenken. Und die Lösung kann nicht immer nur sein, mehr Steuergeld, liebe Union. Da hat Sepp Müller recht. Und wenn Sie sich nicht mal in der Opposition auf einen Vorschlag einigen können, Sepp Müller musste den ja zurückziehen. Und wenn ich im Haushaltsausschuss keinen einzigen Antrag von der Union gesehen habe, wie das finanziert werden soll, was Sie jetzt als Lösung vorgeschlagen haben, dann haben wir, glaube ich, gemeinsam noch einen langen Weg zu gehen, bis wir die gesetzliche Krankenversicherung auch für 2024 auf gute Füße stellen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Und damit kommen wir zum letzten Redner, bevor hier die Abgeordneten über diesen Gesetzentwurf aus dem Haus von Karl Lauterbach abstimmen. Das ist Sepp Müller, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wollen ja mit etwas Gutem anfangen. Und das Gute ist, dass die gesetzlichen Krankenversicherungen endlich ein Gesetz vorgelegt bekommen haben und dass sie nicht nur von Ankündigungen leben müssen. Das Gute ist auch, liebe Ampel, dass Sie, liebe Kollegen, sich bei einigen Dingen auf den Weg gemacht haben, die wir vorher kritisiert haben. Nach 20 Sekunden könnte die Redezeit beendet sein. Ihr habt, liebe Kolleginnen und Kollegen, vor allem beim Thema Leistungskürzung zwei Dinge meines Erachtens nach und unseres Erachtens nach nicht richtig geregelt. Das ist das Thema Neupatientenregelung. Das Thema Neupatientenregelung heißt zukünftig, jeder neue Patient, der in den letzten zwei Jahren kurzfristig einen Termin bekommen hat, weil sein Arzt zusätzliche Zeiten auf den Weg gebracht hat, hat jetzt keine Möglichkeit. Das ist die Leistungskürzung Nummer eins. Lieber Gesundheitsminister, Sie haben eine Leistungskürzung auf den Weg gebracht, und das ist die Neupatientenregelung. Das zweite Thema, und das ist wesentlich, das ist viel wesentlicher, weil es Menschen trifft mit seltenen Erkrankungen, weil es Menschen trifft, die in unserer Gesellschaft nicht die Mehrheitsmeinung sind, weil es Menschen trifft mit Mukoviszidose, weil es Menschen trifft mit MS, weil es Menschen trifft mit ME/CFS, mit seltenen Erkrankungen. Dort haben Sie eine Regelung im Gesetz auf den Weg gebracht, die vorsieht, dass eine finanzielle Schwelle deutlich abgesenkt wird. Trotz aller Kritik von der Medizinindustrie, diese Schwelle anzuheben, haben Sie nicht darauf reagiert. Das ist gut, dass Sie das sagen. Darauf habe ich gewartet. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage, bevor Sie jetzt antworten auf das, was Sie erwartet haben. Eine Zwischenfrage aus der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr gern. Bitte. Die Uhr wird angehalten, Herr Kollege Müller. Herr Müller, haben Sie zur Kenntnis genommen, dass es 17 Änderungsanträge im parlamentarischen Verfahren gegeben haben? Und einige der Punkte, die Sie gerade angemarkert haben, verändert worden sind. Unter anderem die Orphan-Drugs-Regelung, Sie haben sie gerade angesprochen. Da haben wir eine Veränderung vorgenommen und die Schwelle wieder deutlich angehoben, erstens. Zweitens haben wir gerade wegen dem MSD-Präparat haben wir eine Veränderung vorgenommen. Auch da, ganz, ganz deutlich, sind wir auf die verschiedenen Anmerkungen aus der Sachverständigenanhörung eingegangen. Weiterhin haben wir an verschiedensten Stellen Abmilderungen gemacht, beispielsweise bei der Belastung der Ärzteschaft. Wir haben ein neues System. Wir haben nicht mehr eine Neupatientenregelung, die nachweislich nicht zu neuen Fällen und neuen Beratungs- und Behandlungszeiten geführt haben im Kern, sondern wir haben eine Regelung, die belohnt, wenn Ärzte sich erstens
für Terminvermittlung einsetzen, zweitens zusätzliche Termine auch tatsächlich einrichten. Haben Sie das zur Kenntnis genommen? Sonst könnten Sie eigentlich diesen Teil, den Sie dort gerade unterstellt haben, nicht weiter so aufrechterhalten. Vielen Dank, Frau Kollegin. Das gibt mir noch einmal die Möglichkeit, darauf hinzuweisen, dass eine verfaulte Banane, wenn Sie sie neu einpacken, immer noch verfault bleibt. Sie sind von 50 Millionen Euro Regelung auf 30 Millionen Euro runtergegangen. Das bedeutet für Menschen mit seltenen Erkrankungen, deren Anteil an der Tablettenproduktion deutlich geringer ist, dass die Industrie, und da war der Einwurf vollkommen richtig in der Expertenanhörung, dass die Industrie sagt, das wird sich finanziell nicht mehr lohnen können. Lasst es bei 50 Millionen Euro. In den letzten Jahren sind zahlreiche, und das wissen Sie, Frau Kollegin, in den letzten Jahren sind zahlreiche Medikamente für Menschen mit seltener Erkrankung auf den Weg gebracht worden, weil wir gemeinsam mit der Sozialdemokratie die Schwelle auf 50 Millionen Euro hochgenommen haben. Und was machen jetzt Grüne? Was machen jetzt FDP? Sie senken die Schwelle. Sie zeigen die rote Karte für Menschen mit seltenen Erkrankungen, und das finde ich sehr bedauerlich. Und neben Ihren 17 Änderungsanträgen, wo Sie vieles auf der Hälfte haben stehen lassen, liegt hier heute auch ein Ergänzungsantrag von uns vor. Setzen Sie Ihren Koalitionsvertrag um. Wir stimmen. Wir liegen Ihnen dir vor. Lassen Sie die Arbeitslosengeld-2-Empfänger 1:1 beteiligen. Warum? Das geht um 10 Milliarden Euro, und das Warum möchte ich noch erklären. 10 Milliarden Euro bei den riesen Wumms-Paketen, die Sie raushauen, sind ja dann fast schon Peanuts. Aber was bedeutet das im Umkehrschluss? Für einen GKV-Patienten zahlt das Jobcenter im Arbeitslosengeld-2-Bezug 110 Euro. Für einen Privatkrankenversicherten, Hartz-IV-Empfänger, zahlt das Jobcenter 380 Euro. Das ist nicht gerecht, liebe Sozialdemokratie. Hier müsst ihr nachschärfen. Herr Und Kollege, diesen Antrag legen wir euch Herr vor. Herr Kollege, erlauben Sie eine Zwischenfrage noch des Kollegen Janusz Dames. Er erhöht natürlich Ihre Redezeit dramatisch. Sehr geehrter Herr Präsident, da bereits von den Grünen eine Zwischenfrage kam, würde ich darauf verzichten, weil die Tagesordnung heute noch sehr lang ist. Ich bedanke mich herzlich bei Ihnen. Also Sie haben immer noch die Möglichkeit der Intervention, Herr Kollege. Und neben diesen Themen, ALG-II-Empfänger richtig aus dem Bundeshaushalt auch volkswirtschaftlich zu betrachten, geben wir Ihnen auch noch andere Themen an die Hand, unter anderem die richtige Finanzierung unseres Pflegesystems, die richtige Finanzierung der Krankenhäuser. Nicht nur ankündigen, Herr Minister, machen, das ist Ihre Aufgabe. Und da versagt diese Ampelregierung mit diesem Gesetz. Deswegen lehnen wir das ab. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Damit schließe ich die Aussprache. Hier noch ein Hinweis zum Ablauf. Nach drei einfachen Abstimmungen folgt gleich eine namentliche Abstimmung. Daran schließen sich noch 8 weitere einfache Abstimmungen an. Die Abgeordneten hier im Saal bitte ich, dafür noch zu bleiben. Oder aber, falls eine Fraktion auf die glorreiche Idee kommen sollte, die Beschlussfähigkeit oder das vom Präsidium festgestellte Abstimmungsergebnis anzuzweifeln, werde ich die Sitzung kurz unterbrechen und die Kolleginnen und Kollegen, die draußen in der Westlobby ihrer Pflicht nachkommen, hereinrufen. Also bitte darum, solche Sachen zu lassen. Zusatzpunkt 4a liegt mir eine Erklärung zur Abstimmung gemäß § 31 Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages vor. Wir kommen nun zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur finanziellen Stabilisierung der gesetzlichen Krankenversicherung. Der Ausschuss für Gesundheit empfiehlt unter Buchstabe a seine Beschlussempfehlung auf Drucksache 4086, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 3448 und 3713 in der Ausschussfassung anzunehmen. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf in der Ausschussfassung zustimmen wollen, um das Handzeichen. Die Koalitionsfraktion, wer stimmt dagegen? Der Rest des Hauses. Damit ist der Gesetzentwurf in zweiter Beratung angenommen. Dritte Beratung und Schlussabstimmung. Ich bitte diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, sich zu erheben. Das sind die Koalitionsfraktionen und ein Abgeordneter der CDU-CSU-Fraktion, wenn ich das richtig sehe. Gut. Also die Koalitionsfraktionen, wer stimmt dagegen? Das sind die übrigen Fraktionen des Hauses. Damit ist der Gesetzentwurf auch in der dritten Lesung
Angenommen. So, das bedeutet also, dass es einen höheren Bundeszuschuss geben wird, höhere Beiträge der Versicherten, 16,2% des Bruttolohns werden die Versicherten der gesetzlichen Krankenkasse nun zahlen müssen und es auch Einsparungen geben wird. Auf Drucksache 4093. Ja. Jetzt kommen wir zu zwei Entschließungsanträgen. Der erste, über den jetzt hier abgestimmt werden soll, ist von der Linksfraktion. Unter anderem fordert die Linksfraktion in diesem Entschließungsantrag ein Energieeffizienzprogramm für Krankenhäuser mit einem Gesamtvolumen von 5 Milliarden Euro im ersten Schritt. Und Sie sehen schon, dass hier viele Abgeordnete raus. Allen, denn die Linksfraktion hat hier eine namentliche Abstimmung beantragt, die natürlich nicht hier im Plenum stattfindet, sondern draußen in der Westlobby, wie seit Beginn der Corona-Pandemie eingeübt. Auch die CDU-CSU hat einen Entschließungsantrag eingereicht. Der wurde eben auch schon allerdings abgelehnt, wo sie, wie auch eben in der letzten Rede, wie von Sepp Müller gefordert hat, Arbeitslosengeld 2-Empfänger hier zu beteiligen, wenn es darum geht, die Finanzen der Krankenhäuser zu verbessern. Unter Buchstabe C empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion der AfD auf Drucksache 2360 mit dem Titel Abschaffung der Budgetierung für Ärzte. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Dann ist gegen die Stimmen der AfD-Fraktion diese Beschlussempfehlung mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenommen. Weiterhin empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe D seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der AfD auf Drucksache 3532 mit dem Titel Bevorzugung von Importarzneimitteln beenden, Arzneimittelsicherheit verbessern. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Dann ist diese Beschlussempfehlung gegen die Stimmen der AfD-Fraktion mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenommen. Unter Buchstabe E empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion der AfD auf Drucksache 3533 mit dem Titel Lieferengpässe bei Arzneimitteln wirksam begrenzen, Abhängigkeit der Arzneimittelversorgung von Nicht-EU-Ausland abbauen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Dann ist diese Beschlussempfehlung gegen die Stimmen der AfD-Fraktion mit den Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses angenommen. Des Weiteren empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe F seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion der AfD auf Drucksache 3536 mit dem Titel Abschaffung des DRG-Systems im Krankenhaus und Einführung des prospektiv-regionalen Pauschalsystems. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen keine. Dann ist diese Beschlussempfehlung gegen die Stimmen der AfD-Fraktion mit den Stimmen der Überfraktion des Hauses angenommen. Unter Buchstabe G empfiehlt der Ausschuss die Ablehnung des Antrags der Fraktion der AfD auf Drucksache 3537 mit dem Titel Verfahren der Nutzenbewertung und Preisfindung im Arzneimittelmarktneuordnungsgesetz auch auf Medizinalcannabis anwenden und damit gleichzeitig die Anwendungssicherheit verbessern und die Krankenkassen entlasten. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen keine. Dann ist diese Beschlussempfehlung gegen die Stimmen der AfD-Fraktion mit den Stimmen der Überfraktion des Hauses angenommen. Weiterhin empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe H seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 3484 mit dem Titel Kassendefizite solidarisch überwinden, Erhöhung der Beitragssätze durch die Krankenkassen verhindern. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das ist die Koalitionsfraktion und CDU-CSU-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Die Fraktion der AfD. Dann ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Schließlich empfiehlt der Ausschuss unter Buchstabe I seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 3485 mit dem Titel Mehrwertsteuer auf Arzneimittel absenken, Anhebung der Zusatzbeiträge für gesetzlich Krankenversicherte verhindern. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Wer stimmt dagegen? Enthaltungen keine. Es gegen die Stimmen der Fraktion Die Linke. Die Beschlussempfehlung mit den übrigen Stimmen der Fraktionen des Hauses angenommen.